Hallo und guten Abend. Mein Name ist von der Redaktion geändert und ich begrüße Sie heute zum deutschlandweiten Regionalwetter Südwest vom Mount Everest aus. Wow, was für eine grandiose Aussicht. Der Sender scheut wirklich keine Kosten und Mühen, um einen hochzukriegen. Ein Moderator auf den Gipfel, die Spitze, Sie wissen, was ich meine. Ja, und hier oben ist es wie beim Blick in meine Augen. Sehr kalt. Ganz im Gegensatz zum Wetter, das uns am Wochenende erwartet. Und deswegen springen wir nun in wärmere Gefilde. Hui! Jetzt sind wir in der Hölle. Oder wie es im Deutschen auch bekannt ist, Duisburg. Hier erwarten uns am Wochenende bis zu 30 Grad und heiter Sonnenschein. Von der Lavalampe da oben. Donnerstag dann leichte Schauer. Ein leichter Schauer läuft auch mir manchmal über den Rücken, wenn ich daran denke, dass meine Daten im Netz eventuell nicht sicher sein könnten. Doch, Sie müssen keine Angst mehr davor haben, nicht sicher zu sein, so wie ich mir manchmal nicht sicher bin, ob ich meine Haustüre abgeschlossen habe. In diesem Fall hilft Ihnen Sekulok. Sekulok, das Schloss für Ihre Burg. Sekulok. Sie müssen nie wieder Angst davor haben, dass Einbrecher die achtdimensionale Energiebarriere Ihres Zwei-Zimmer-Studio-Apartments 950 Euro im Monat kalt überwinden, bei Ihren Einbrechen in die Bude eindringen und Ihren Laptop entwenden und damit auch Ihre sensiblen Daten, den ganzen degenerierten Content, den Sie so im Netz suchen. Degenerierten Content, wie zum Beispiel den Sponsor unserer heutigen Folge. Rage Legends. Spielen Sie mit Ihrem Avatar, egal ob drinnen oder draußen, beziehungsweise wenn Sie dieses Spiel spielen, wissen Sie wahrscheinlich nicht einmal, was draußen überhaupt ist. Rage Legends. 70 der besten Animatoren aus Nordkorea, besser gesagt dem zweitbeliebtesten Strafgefangenenlager des Landes, sorgen für ein unvergleichliches, geniales, grafisch atemberaubendes Spielerlebnis, das Sie diesen Monat so noch nie gesehen haben. Rage Legends. Spielen Sie in Echtzeit, rundenbasiert, gegen andere Spieler. Ohne das Innen. Nur Spieler. Und verdienen Sie Gold. Viel Gold. Mit dem Code Wetter sogar 30 Gold. Das ist mehr als ich in einem Quartal bei diesem Sender verdiene. Ich meine, man kann jetzt darüber natürlich streiten, ob aus einer rein philosophisch ethischen Perspektive, ob der Wert des Menschen und der Wert der Arbeit in diesem fiktiven System dieser Währungsgemeinschaft, die ja vom Menschen geschaffen wurde, überhaupt in einen vernünftigen Einklang gebracht werden kann zu einem realistischen, tatsächlichen Bezug. Ich meine, wer reguliert diese Systeme? Wer schafft diese Normen? Was, wenn am Ende dieses Konstrukt, das dem notwendigen gesellschaftlichen Konsens dient, uns in die Unfreiheit führt, in die gewählte Selbstrestriktion, basierend auf fiktiven Wertebasen und Normen, die letztendlich zu einem Apparat geführt haben, der nicht mehr wirklich durchdringbar ist, nicht mehr wirklich durchsichtig und sich immer mehr der Kontrolle des Menschen entzieht. Was, wenn wir immer weiter und weiter nach Katharsis streben, die wir immer weniger und weniger erhalten können?
Darüber spreche ich nun mit Wolf-Christoph Fuß anschließend beim RAN Supercup der Frauen in der UEFA Nations League der Vereinten Föderationen. RAN.de, mal Randa an RAN.de. RAN.de, auf unsere Fußballübertragungen können Sie sich verlassen. Meine Frau hat mich verlassen. Für Ulrich Klose.